Hochzeit der Korallen. Ein Wunder der Evolution. Milliarden winziger Polypen werden fast auf die Sekunde genau gleichzeitig aktiv. Für die Larven der Korallen beginnt eine Reise, die sie viele hundert Kilometer durch den Ozean führen kann. Wenn sie sich ansiedeln, entsteht ein neues Riff, ein einzigartiger Lebensraum, die Grundlage für die Existenz unzähliger Arten, eines der artenreichsten Ökosysteme unseres Planeten. Die winzigen Korallen leisten Unglaubliches. Sie sind die größten Baumeister der Erde. Ihre Behausungen erstrecken sich über Tausende von Kilometern, bilden sogar Inseln. Auch der Mensch und das Leben über Wasser hängen von den Korallen ab. Menschen wie Kathleen Swalling haben ihr Leben dem Schutz der Korallenriffe gewidmet. Denn fast unbemerkt von der Öffentlichkeit spielt sich eine Katastrophe ab. Die Riffe sterben weltweit, schneller als die Wälder an der Oberfläche abgeholzt werden. An der Nordostküste Australiens. Das Team der Küstenwache ist startklar für einen Beobachtungsflug über den Nationalpark Großes Barriereriff. Die unscheinbare Maschine ist ein Rettungsanker. Vollgestopft mit Hightech liefert sie wissenschaftliche Daten und spürt Umweltsünder auf. Gast an Bord ist Kathleen Swalling. Die Juristin und Biologin hilft bei einem gewaltigen Projekt, der Pflege und der Erhaltung des größten Meeresparks der Welt. Der Great Barrier Reef Marine Park wurde 1975 gegründet. Ein Meerespark mit einer Fläche so groß wie Deutschland. Ein Drittel davon ist heute streng geschützt. Hier darf zum Beispiel nicht gefischt werden. Die Korallenriffe sind eng verbunden mit den Ökosystemen über Wasser und unter Wasser. Sie haben sogar Einfluss auf das Weltklima. Wenn wir die Riffe schützen, sichern wir auch unsere Zukunft. Und dazu müssen wir größer und umfassender denken als je zuvor. Das Leben endet nicht an der Wasseroberfläche. Wir arbeiten seit Jahren daran, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber es gibt noch so viel zu lernen. Woher zum Beispiel wissen die Garnelen, dass sie die Räuber putzen können, ohne selbst zur Beute zu werden? Wie überlebt man, wenn man in den giftigen Fangarmen einer Anemone wohnt? Seit ich zum ersten Mal tauchen war, hat mich diese Welt nicht mehr losgelassen. Ich liebe diesen Zaubergarten da unten. Jeder Quadratzentimeter birgt ein Geheimnis. Man muss es nur entdecken. Die Schöpfer dieses Zaubergartens sind die Korallen. An fast jeder erdenklichen Form und Farbe haben sich diese lebenden Fossilien im Lauf der Evolution mit Erfolg versucht. Ihre Vorfahren besiedelten schon vor über 500 Millionen Jahren unseren Planeten und schufen in der weiten, kargen Unterwasserwelt blühende Oasen des Lebens. Die Artenvielfalt ist nur mit der in den Regenwäldern vergleichbar. Die Korallenpolypen sind hier Lebensgrundlage für alles. Mehrere Dutzend Fischarten haben sich darauf spezialisiert, sie aus ihren Kalkgehäusen herauszufressen. Für jede Korallenart scheint es ein genau angepasstes Fischmaul zu geben. Alles wird verwertet.
Sogar die zu Sand zerkleinerten Korallenreste werden noch einmal auf kostbare Nährstoffreste untersucht. Nicht nur Lebewesen, auch die ständigen Wellen setzen den Korallen zu. Gewaltige Kräfte zerbrechen die Kalkstrukturen und zermalmen sie im Lauf der Zeit zu feinstem Sand. Diese Zerstörung ist Grundlage für neues Leben. Um im Riff zu überleben, braucht man perfekte Strategien. Die Fülle lockt gefährliche Jäger an. Die Dubois-Seeschlange ist die drittgiftigste Schlange unseres Planeten. 2000stel Gramm ihres Giftes töten einen Menschen. Sie hat es auf eine Grundel abgesehen. Das Fischlein lebt in einer erstaunlichen Lebensgemeinschaft mit dem blinden Knallkrebs. Sie sichert das gemeinsame Haus, der Krebs baut es und sucht Nahrung für beide. Die Schlange kommt gefährlich nahe. Mit ihrer Zunge schmeckt sie die Beute über Meter. Ihre Augen sind hoch entwickelt, wie die Augen der Wächtergrundel. Eine kurze Warnung an den Krebs? Die Flucht ins Loch? Das tödliche Gift hat nichts genutzt. Die Schlange sucht sich ein anderes Opfer. Die Flugzeuge sind perfekt ausgerüstet. Sie haben 3 Kameras an Bord. Jedes noch so kleine Detail von Booten kann erfasst werden. Und sie können die Bilder vom Flugzeug direkt zu den Schiffen der Küstenwache oder aufs Festland übertragen. Illegale Fischer oder Umweltsünder haben es jetzt schwer. Das Problem ist allerdings die Größe des Gebietes, das kontrolliert werden muss. Aber die Qualität der Kameras ist unglaublich. Aber stopp, was ist das? Schau mal, die weißen Flecken. Zoom mal ein bisschen hin. Schau dir das an. Die Korallen sind weiß. Korallen verfärben sich weiß, wenn das Wasser zu warm wird. Oder wenn die Tiere an anderen Veränderungen leiden, wie Umweltgiften. Hält dieser Zustand an, sterben sie ab. Wenn der bleiche Tod auch die unempfindlicheren Anemonen und Muscheln befällt, herrscht höchste Alarmstufe. Sind die Korallen abgestorben, verändert sich das ganze Ökosystem schlagartig. Bohrschwämme und Bohrmuscheln fressen sich ins Riff. Diese Lebensformen sind die Totengräber der Korallen. Je mehr von ihnen auftauchen, desto geringer ist die Chance für das Riff, sich zu regenerieren. Die ehemals filigranen und bunten Strukturen des Lebens verwandeln sich in Skelette. Riesige Korallenfelder werden zu Friedhöfen. Das Coral Bleaching hat sich extrem gehäuft. Weltweit, so schätzt man, sind in den letzten Jahren insgesamt 30% der Riffe verloren gegangen. Dieses Massensterben ist eine der größten Umweltkatastrophen der letzten 100 Jahre. Auch wenn das große Barriereriff bis jetzt noch deutlich besser dasteht als die meisten anderen Riffe. Kathleen und ihre Kollegen sind mit großem Engagement bemüht, dieses Riff nachhaltig zu schützen. So viel hängt von den Korallen ab. Die Inseln entlang des Riffs zum Beispiel. Sie entstehen, wenn sich der Meeresspiegel im Lauf der Jahrtausende senkt und die Korallen trockengelegt werden. Dann wird Sand angespült. Und irgendwann kommen die ersten Pflanzen und dann nisten die ersten Vögel. Viele Seevögel haben nur hier draußen eine Chance, weil ihre Küken hier keine Feinde haben. Sterben die Korallen um die Inseln ab, kann es enorme Probleme geben.